hier vorne. Did you hear that? Was? Nee. Oh, warte mal, hier ist so ein kleiner Einbruch. Könnte was vergraben sein? Nö, ist nichts vergraben. Ah, da ist der Schwanz. Da sind komische grüne Ranken und Sackgassen. Sehr komisch. Nee, Kirogon, fang jetzt auch nicht damit an, bitte. Du bist kein Dingensbummens. Du bist was anderes. Du, warte mal, du brauchst zwei Runden zu uns mindestens. Das hält 8 Runden. Mach mal das da. Du wartest, du wartest, du wartest. So, du machst Steinhaut. Du machst Entschlossenheit, weil wir keine Ahnung haben, was der Manticore alles macht. Und das ist ein Manticore. Du machst nichts, weil wenn wir jetzt den Schild zaubern, bringt es uns gar nichts. Du machst auch nichts. So, jetzt machst du Schutz. Du machst Feuer. Ach, der geht gut runter, okay. Du machst das da. Du machst das da. Aber lieber so rum. Lieber vorsichtig, als böse überrascht zu werden. Und du siehst gefährlich aus. Schmettern. Feuer. Gift. Was hast du eigentlich für Fähigkeiten? Schwächende Schläge und vergiftende Schläge. Nee. Vergiftet, okay. Du nur ein Schild. Feuer, du... Ich kannst nicht entgiften, warum nicht? Achso, weil sie nur geschwächt ist und nicht vergiftet. Ja, okay. Und zack. Hauen, verbrennen, Wurzel widerstanden, sowohl dem Schaden als auch dem Umschlingen. Nee. Und kaputt. Gut. Also wir wissen für nächsten Mal, die halten ein bisschen was aus, aber sind gut machbar. So, du entfernst uns alle Buffs. Jedenfalls hat die alte Statue, die so aussah wie du, das gemacht. Die anscheinend auch. Warte mal, testen. Geheimnis entdecken. Nichts geschieht. Achso, das Ding muss ich auch erst wieder aufladen. Okay. Haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Ich höre was knurren. Oh. Ach, Wölfe. Kommt her. Oh, Elite-Wolf. Gruppe von Feinden. Nö. Wusch. Wusch. Du kommst noch nicht an uns ran. Nein. Du bist gleich tot. Komm schon. Komm schon. Aha. So. Du hauen, du brennen, du wurzeln, du blitzen und gleich keine Zauberpunkte mehr. Wow. Du Heilung. So, Schutz ist noch da. Gift, Ritzel, hauen, hauen. Schutz. Mana ist alle und ich bin zu geizig für Zaubertränke. Nee, okay. Du kriegst einen. Du kriegst einen. Der Rest verteilt sich. Elite Wolf hat Mönchsandalen verloren. Achso. Warum auch? Achso, Hunde und Schuhe, ne? Ja, okay. Aber er ist gerade gestorben, weil er uns angegriffen hat und wir hatten so einen Repost-Effekt. Was auch nicht schlecht ist. Aber gut, erstmal schlafen. Aya, that hurts. Du hast geschlafen, Trick. Morsche Knochen oder wie? Aber gut, erstmal hier alles aufdecken. Ich will nicht irgendwo vergrabene Schätze oder so verpassen. Da funkelt was. Hm? Ein Heilbrunnen. Okay. Den sollten wir uns merken.
Da. Brunnen. Ich glaube, da will ich noch nicht rüber. Ich will erstmal schön hier lang. Ein Gebiet nach dem anderen. So eine Brücke trennt ganz gut Gebiete ab, denke ich mal. Also müsste das schon hinhauen. Das Auge. Was? Geheimnis hinterm Wasserfall? Nee, kommen wir nicht hin. Und diesmal keine Meldung von wegen Shalassas Segen. Also man kann wohl nicht über jedes Wasser laufen mit dem Segen später. Meh, meh. Bestehen wir mal schnell den Farmer. Zack. Und weil wir so gute Leute sind. Und dann besuchen wir ihn. Hallo Farmer. Drengi Greinzon, genannt Blutaxt aus dem Grimmstahl-Clan. Das ist mein Besitz. Ein Teil davon ist jetzt unserer. Großmeister mit der Axt. Und zwergische Bauern? Überrascht, einen zwergischen Bauern zu sehen? Und was glaubt ihr, wie wir Zwerge essen? In Grimhain züchten wir Ziegen und Schafe, und zwar über der Erde, während der kurzen Frühlings- und Sommerperiode in den Tälern. Während der langen Winter werden die Herden unter die Erde gebracht und mit Heu gefüttert. Okay. Nicht, dass wir Vorurteile hätten oder so. Da weiter. Oh. Ich glaube, da sollen wir nicht hin. Kommen wir daran vorbei? Ja, kommen wir. Ich höre schon wieder so einen Stein. Go, Dungeon. Hihi. Und keine Abfrage, ob wir betreten wollen oder nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein optionaler Dungeon wie in Akt 1. Nee, das ist die mysteriöse Krypta. Sehr schön. Also, los. Also unsere Helden wissen nichts hiervon. Aber wir hatten ja schon in dem Video, wo ich in Akt 2 reingeschnuppert habe, das Ding schon mal gesehen. Das ist der Rätsel-Dungeon. Das heißt, wir müssen jetzt markieren. Du bist 1A. Zip. Du bist 1B. Du bist 2A. Du bist 2B. Du bist 3A. Du bist 3B. Für viel Übersprung, ne? 4A. Irgendwie kommen wir immer weiter. Gehe ich immer richtig, oder? Okay. 5A. 5B. 6a. Aha, erst einmal falsch, okay. Wir wollen zurück nach 5b. Also da, also müssen wir 4b. Da 3b. Da, 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 da. 6a ist falsch. So, bist du 6a? Mal gucken. Nee, du bist auch falsch. Da. Dann musst du ja wohl der Richtige sein. Wenn nicht, müssten wir hier eine andere Entscheidung treffen. Jo, richtig. Okay, dann bist du 6b. Du bist 7a. Nö. Du bist nix. Du bist jetzt V. Okay. Geradeaus, geradeaus. Bist du 7a? Jo. 7. Bin. Und das wird Teleporter nach draußen sein. Sehr schön. Pulsierende Geldflüssigkeit.
Lichtwiderstand. Erneuer mal dein Geheimnisse finden, nur für den Fall. So, was haben wir da? Eine nicht bestimmte Reliquie. Steigert den Widerstand gegen alle Magieschulen dauerhaft um 1%. Und Tränke. Sehr gut. So, warte mal, den können wir ihm mal anziehen. So. Die können weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Die wird wahrscheinlich Girugan später anziehen. Also ich denke mal, es werden Schuhe, also Panzerschuhe für Krieger sein. Welchen Level habt ihr eigentlich inzwischen? Stufe 3. 18 Ausweichwertung und 8 Magie. Das ist mächtig. Und die permanenten Tränke, genau. Vitalität dauerhaft um 1. Ist eigentlich inzwischen schon ein ganz guter Tank. Also er hat auch die Elite Luftelementare überlebt. Ich weiß nicht, ob ich ihn weiter steigern soll. Und nicht lieber ihr das geben. Nee, sie kann das näher ausgleichen. Sie kann ja Ausdauer auf Experte und Meister werden. Also trink ruhig, Girugan, ist okay. So. Du warst 7 Bünden. Nimmst du jetzt 8a. Bringst uns zurück zum Eingang. Okay. In dieser Preview-Version, die ich mir angucken konnte, da war das nur das erste von mehreren Rätseln. Guck mal ganz kurz, ob sie noch irgendwo... andere Ausgänge gibt. So hätte man das Rätsel übrigens auch lösen können, denke ich. Ja, hätte eine Weile gedauert. Wir wollen nach 4b. Können wir von hier aus gar nicht mehr, okay. Nee. Ja gut, also anscheinend haben sie jetzt diesen Rätsel-Dungeon aufgesplittet in mehrere kleine Dungeons. Was okay ist. Weil wir jetzt in jedem Dungeon Loot bekommen. Also, raus hier. Wir könnten theoretisch zur Stadt zurück, um die Schuhe zu identifizieren. Eventuell sollten wir das sogar, weil sie dann schneller anfangen zu leveln. Weil jeden Gegner, den wir jetzt töten, sind Gegner, die den Schuhen dann keinen Erfahrungspunkt geben. Was eh ein bisschen komisch ist, weil wir halt nicht grinden können, ne? Das heißt, die heiligen Sandalen werden später so oder so besser sein als alles andere, was wir nachträglich finden. Allein durch die Tatsache, dass wir sie zuerst gefunden haben. Außer die Gegner geben nachher exponentiell viel mehr Erfahrungspunkte, sodass die ersten, das ganze erste Kapitel fast nicht wirklich wichtig ist. Ah, genau, wir können bei dir jetzt wieder gucken. Also, du, das da. Und wenn du wirklich die Statue bist, die ich denke, dass du bist, dann ist der Bluff gleich weg. Jo. Also diese Shiva-Statuen, die buffen einfach immer alle Zauber. Wie kommen wir zu dem Obelisken da? Oder ist das der, wo wir schon waren? Wir haben den Segen, durch Büsche zu gehen, also lass uns verdammt mal durch den Busch gehen. Nee. Aber es sieht... ja, es ist der da hinten. Okay, da waren wir schon. Das ist der aus dem ersten Akt. Ja, da ist die Rätselkiste gewesen und da war der Willis. Okay, den haben wir also schon. Dann können wir ja ohne schlechtes Gewissen weiter. Also da rein. Rationen, so müssen wir nicht wirklich kaufen. Wir wollen einfach nur zu der Dame oder dem Herren, der für Identifizieren zuständig ist. Also die Alchemistin oder der Alchemist.
Die Zauberverkauftypen haben das ja nicht gemacht. Die haben nur Ausbildung angeboten. Aber wie ich den Georgon aus der Vergangenheit kenne, wird er das markiert haben. Experte, irgendwie, Zauber.